Herzlich willkommen zum letzten Video der Videoreihe zur zweiten Woche und wir wollen uns jetzt noch mal ganz kurz um das Thema Fehlerbehandlung kümmern. Das Kennzeichen eines gut programmierten reaktiven Systems ist, dass es sauber auf Fehler reagiert und Fehlermeldungen auch ausgibt, die dem Benutzer oder der Betriebsführung helfen, zur Fehlerursache vorzustoßen, also aussagekräftige Fehlermeldungen an den richtigen Stellen und sauberes Terminieren. Und deswegen müssen wir uns hier nochmal um das Thema Fehlerbehandlung kümmern. Ich verwende hier ein Konzept von meinem Amtsvorgänger, dem Professor Johannes Siedersleben, der unterschied zwischen normalen Ereignissen und abnormen Ereignissen. Und das hat eine etwas andere Fehlerbehandlung zur Folge. Ein normales Ereignis ist etwas, womit Sie rechnen können. Also Benutzer gibt Blödsinn ein und der Blödsinn passt aber nicht zum Eingabefeld. Das ist ein normales Ereignis, weil damit können Sie rechnen und dem Benutzer einen Fehler geben. Gegenbeispiel wäre, Sie rechnen fest damit, dass eine Konfigurationsdatei da ist, die Konfigurationsdatei fehlt oder ist nicht lesbar, da können Sie im Grunde nichts mehr machen, auch keinen, also im Programm durch nichts diesen Zustand reparieren. Das ist dann ein sogenanntes abnormes Ereignis, da können Sie lokal nichts mehr machen. Den Fehler müssen Sie eskalieren an den Programmrahmen und dann muss man im Programmrahmen entscheiden, was man dann tut. Im eingebetteten System wechseln Sie vielleicht auf einen sicheren Zustand oder starten das System neu. Bei einem Server würden Sie vielleicht die Transaktion beenden. Bei einem Desktop-Programm terminieren Sie das Programm wahrscheinlich einfach. Ne? Also normales Ereignis, Reparatur, damit können Sie rechnen, auch mit solchen normalen Ereignissen. Abnormes Ereignis, Reparatur eigentlich unmöglich. Das führt also dann eher zur Terminierung des Programms. Das schauen wir uns jetzt nochmal an, wie man sowas in Java machen könnte. Da gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich zeige Ihnen jetzt eine Möglichkeit. Wenn Sie da einen anderen Geschmack haben, machen Sie es halt anders. Was Sie hier sehen, ist jetzt der normale Programmrahmen, den wir eingebaut aus den letzten Videos entwickelt haben. Und Sie sehen hier, wir haben hier einen Kommandozeilenparser geschrieben, wir haben hier Properties geladen und wir haben irgendwelche Environment-Variablen ausgelesen. Und eine Fehlerbehandlung mache ich hier eigentlich gar nicht, also ich sage es hier einfach Throws Exception. Und wie sich das anfühlt, zeige ich Ihnen mal, indem ich jetzt einfach mal einen Unsitzparameter eingebe. Ich sage hier mal Edit Configurations und übergebe ihm jetzt hier einfach mal einen Unsitzparameter minus K, tralala. Den versteht er nicht. Und das heißt, wenn ich das Programm jetzt mal starte, dann kommt hier ein Execution failed for task main, process Siasys terminated. Und als Benutzer sehe ich jetzt irgendwie auf der Konsole irgendwie so eine CLI-Exception. Natürlich kann ich irgendwie so ein bisschen, das ist ja relativ aussagekräftig gemacht von Apache-Leuten, jetzt hier sehen, aha, unrecognized option mit minus K. Aber das würde ich jetzt als Benutzer eigentlich nicht erwarten. Also stellen Sie sich vor, Sie starten grep, geben falschen Parameter ein und der erzählt Ihnen irgendeine Java-Exception. Das würden Sie eigentlich nicht akzeptieren. Also das ist eigentlich keine gute Ausgabe. Der Stacktrace hat auf der Konsole eigentlich auch nichts zu suchen, sondern der Stacktrace gehört in die Logdatei. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist, wir verschaffen uns jetzt einen Programmrahmen, der uns jetzt mal die Exceptions nicht auf der Konsole, also schon auf die Konsole tut, aber im Rahmen von Logging und der das Programm dann auch entsprechend terminiert. Denn falscher Parameter kann das Programm nichts mehr machen. Also die einzige sinnvolle Option ist dann zu terminieren. So, machen wir das nochmal. Das heißt, wie könnte man das tun? Erstmal mache ich hier dieses Throws Exception weg, der uns zwingt, die Exceptions zu verarbeiten. Und dann mache ich hier ein Code Surround With. Da kann man hier Try Catch sagen, das ist am einfachsten. Und dann fängt er die beiden Exceptions, die beiden Methoden schmeißen, nämlich hier automatisch mit. Grund, dass er jetzt eine offene Pass und IO-Exception gekommen ist, ist, dass das hier eine Signatur mit drin steht. Der macht IO-Exception und der andere eine Pass-Exception. So, jetzt haben wir schon mal beide Exceptions gefangen. Jetzt könnten wir überlegen, naja, also jetzt könnten wir uns das Leben ganz einfach machen und erstmal beide Exceptions über einen Kamm scheren und eigentlich nicht einzeln verarbeiten. Machen wir das vielleicht mal als erstes. Das heißt, im einfachsten Fall mache ich hier einfach nur einen Catch-Block und behandle beide Exceptions gleichermaßen. Also Exception ist die gemeinsame Basisklasse von
der IO-Exception und der Pass-Exception. So gesehen kann ich das machen. Jetzt, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, das ist so beliebter studentischer Code auch, dass man einfach irgendwie so ein EPROM plus Stacktrace drin lässt, weil IntelliJ das so schön generiert hat. Und Eclipse hat das früher auch so gemacht, aber das ist eigentlich keine sinnvolle Fehlerbehandlung, zumal wir Daten nicht in die Logdatei schreiben und mit dem Stacktrace kann der Benutzer vielleicht nichts anfangen. Das heißt, was wir als erstes machen, ist, wir schreiben jetzt erstmal die Exception in die Logdatei, damit wir die mal weggesichert haben und dass die Betriebsführung vielleicht was damit anfangen kann. Das heißt, ich schreibe jetzt hier log.log. Also ich habe hier oben noch so einen Logger wieder eingebaut und sage jetzt hier log level severe. Das ist eine schwere Ausnahme. Dann will ich vielleicht von EF die Nachricht haben, get message. Und dann hätte ich gerne noch den Stacktrace in der Datei. Und dann machen wir nämlich hier den Stacktrace mal weg. So, jetzt haben wir den Stacktrace, jetzt erstmal die Logdatei oder den Logdatenstrom geschrieben. Jetzt kann man vielleicht dem Benutzer noch eine aussagekräftige Fehlermeldung mitgeben. Ich mache es mir jetzt hier mal wieder einfach und mache mal wieder was allgemeinverbindlich ist. Also ich könnte jetzt hier sowas wie System.R. Sie können ja auch Errorstrom, das sind die Sachen, die rot dargestellt werden, und Sie können auf der Shell das dann auch unterscheiden zwischen dem Standard-Out und dem Error-Datenstrom, sodass Sie die Fehler einzeln auch sehen. Printline, es ist ein Fehler aufgegeben. Also jetzt könnte man schreiben, rufen Sie einen Administrator an, der könnte jetzt vielleicht sogar eine Pager-Meldung an mich absetzen oder sowas. Aber das wäre vielleicht so eine erste Meldung. Ob die jetzt noch so vernünftig ist, schauen wir mal. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal einen Teil, der mich jetzt hier sozusagen, das hier ist ja die Log-Ausgabe, sehen Sie, der mich hier nicht mit unnötigem Zeugs auf der Konsole belästigt, sondern wenn wir die Log-Daten in eine eigene Datei geleitet hätten, stünde auf der Konsole, ist ein Fehler aufgetreten, unrecognized option minus k. Ist vielleicht schon mal besser getrennt und ich kann sozusagen jetzt hier vielleicht noch weitere Aufräumarbeiten machen, Ressourcen freigeben und so weiter in diesem einen zentralen Catch-Block. Also das heißt, das ist mal das Erste, was ich brauche so eine Stelle, wo ich mal alles auffange, was schief gehen kann und behandle das Zeugs gleichermaßen. Also das ist sozusagen das eine zentrale Catch. Jetzt wäre natürlich die Frage, macht das so Sinn? Jetzt kann man überlegen, und dazu müsste ich jetzt eigentlich durchdenken, ist es jetzt die Tatsache, dass eine Properties-Datei nicht lesbar ist, ist die ein ähnliches Kaliber wie ich habe einen falschen Kommandozeilenparameter eingegeben. Und da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich würde vielleicht unterscheiden und die Exception tatsächlich nicht über einen Kamm scheren, sondern getrennt behandeln. Denn zum Beispiel, wenn ich einen falschen Kommandozeilenparameter eingegeben habe, könnte ich ja nochmal eine Usage Meldung rausgeben. Und das heißt, dann macht es vielleicht Sinn, an die beiden Exceptions, die Parse-Exception und die IO-Exception getrennt zu behandeln. Das mache ich jetzt nochmal wieder. Ich sage jetzt hier also die IO-Exception. Da will ich jetzt einfach nur eine Meldung ausgeben, dass das ein Fehler aufgetreten, welcher ist mir eigentlich im Prinzip Schnurz. Und ich also will das nur in der Logdatei sehen und das Programm dann beenden. Und ich könnte sagen, naja, ich will vielleicht die Parse-Exception Exception anders behandeln, dann mache ich jetzt auch die Konsolenausgabe, gebe aber jetzt nicht auf dem Errorstrom was aus, sondern vielleicht auf dem Ausgabestrom und mache jetzt hier noch eine Usage-Info. Also, weil ich dachte, er hat vielleicht einen falschen Parameter angegeben. Das heißt, was ich jetzt hier versuche, ist, ich versuche jetzt hier die Fehlerursachen zu unterscheiden und dem Benutzer bzw. der Betriebsführung Informationen an die Hand zu geben, dass die damit die Fehlerursache finden können oder wissen, was überhaupt los ist. Denn zum Beispiel bei der Parse-Exception habe ich ja vielleicht einfach mich in der Doku verlesen und den falschen oder mich vertippt beim Parameter. Das kann ich ja relativ schnell reparieren. Wenn die Properties-Datei beispielsweise bei der IO-Exception nicht lesbar ist, habe ich vielleicht ein schlimmeres Problem. Und in allen Fällen Daten weggeloggt und dokumentiert. Okay, das war mal so eine erste einfache Fehlerbehandlung. Jetzt haben wir uns mal so einen Fehlerrahmen vorgesehen.
Und wie gesagt, was wir hier eigentlich unterstellt haben, ist jetzt erstmal die Behandlung von abnormen Situationen, also eine Situation, wo ich lokal nichts mehr machen kann, sondern wo ich an den Programmrahmen eskalieren muss und dann muss ich eigentlich das Programm beenden. Das tut er hier automatisch. Man könnte jetzt auch noch so ein System Exit 1 reinschreiben, aber da nörgeln dann die statischen Analysetools wieder. Das Programm terminiert jetzt auch so, wie wir es haben, weil ja nach dem Programmrahmen ist ja dann alles vorbei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und weiter geht's dann nächste Woche mit einigen Details zu Java Streams und zu Threads. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.